Wirst du mir helfen, die Speere ihres Missmuts abzuwehren? Lass sie ihr Leid klagen. Ich berate dich, wenn ich kann. Wer ist denn? Wer ist die Eule, die dir ins Ohr zwitschert? Ein Berater, mehr nicht. Er hilft mir, Estzexel durch den heranziehenden Sturm zu steuern. Nun, meine lieben Brüder, Edred, vielleicht machst du den Anfang. Was bedrückt dich? Du bist eine Schande, Birstan. Du könntest im Brauhaus kein Schwein abfüllen. Elfreds Männer streunen durch ganz Estzexel. König Elfred, ja. Auch wenn es sein gutes Recht ist, ist die ständige Anwesenheit seiner Männer zweifellos ein Problem. In den kältesten Monaten ist der Mistelzweig voll ausgewachsen und strahlt in seiner Winterstärke. Du meinst, dass wir ausharren und stark bleiben sollen? Ja, genau. Wir beugen uns nicht im Wind wie ein Weizenhalm. Und du, Wiekert, was hast du zu sagen? Deine Vorbereitung für das Luchnassaat. Wie kannst du so viel Geld ausgeben, wenn dein Volk hungert? Dann sollte er in die eigene Tasche greifen, um etwas zum Fest beizusteuern. Ja, du sorgst dich um die Kosten für dieses Fest, mit dem wir Gott für unsere hervorragende Ernte danken? Dann übernimm selbst einen Teil der Kosten. Und Edelric, folgst du Edreds Beispiel und kläffst wie eine Hündin? Du weißt, was ich denke, Birsta. Die führt. Wie können wir Elfred Männer für seine Kriege geben, wenn unsere Ernte darunter leidet? Schickt ihm keine Männer. Sollen Elfreds eigene Leute in seinem aussichtslosen Kampf gegen die Nordmänner sterben? Dann weigern wir uns. Uns dem König verweigern? Bist du komplett von Sinnen, Birstan? Nun, habe ich nicht all eure Fragen beantwortet? Du bist ein Schandfleck für diesen Schier, Birstan. Ein Taugenichts. Ein Taugenichts. Wie wahr? Und doch seid ihr immer noch hier? Hinfort. Ich habe keine Zeit für euer Gefasel. Das hat ihr Gebrabbel beruhigt. Gut gemacht, Eivor. Die ausgleichende Kraft in Person. Eine feste Hand ist alles, was du brauchst, Birstan. Ob bei der Jagd oder am Steuerrad. Bei all dem Gerede über die Jagd sehne ich mich nach den Wäldern. Deine Gattin wartet, Birstan. Meinst du? Ich besorgt, dass ein anderer Mann deine Laken vollschwitzen könnte? Ha, sie tut, was sie tun muss. Wie ich. Du hast das Unmögliche erreicht, Däne. Du hast meinen verirrten Ganter in den Stall zurückgebracht. Meine launische Geliebte, deren Wolken die Sonne über meiner Rückkehr verdunkeln. Deine Tane haben das Ale getrunken, das der Abt uns geschenkt hat. Und zwar alles. Nun, das ist eine Tragödie, die mein armes Herz nur schwer verwinden wird. Wenn er mir dieselbe Zuneigung entgegenbrächte wie der Jagd auf Wild, hätte unsere Ehe vielleicht überlebt. Ich sehe, eure Liebe ist sauer geworden. War sie jemals süßer? Der Unterschied zwischen Liebe und Hass ist so gering, es ist schwer zu sagen, woher die Bitterkeit stammt. Was also wollt ihr von mir? Es ist eher eine Herzens- als eine Staatsangelegenheit, Eivor. Das bisschen Leidenschaft, das zwischen uns bestand, ist längst durch dauernden Streit verblasst. Wir wünschen uns Freiheit, Eivor. Ich von meiner Gattin und meine Gattin von Estzexel. Ich bin eine zu grobschlächtige Waffe für diesen Auftrag. Warum geht ihr nicht einfach eurer Wege? Oh, wäre ich nur eine Dänin, wo Scheiden so leicht ist, wie Kehlen aufzuschlitzen. Aber so einfach ist das nicht. Erlaubt euer Gott Männern und Frauen nicht, sich zu trennen? Unser Gott, unser König, so vieles steht einer glücklichen Trennung im Weg. Unsere Hochzeit wurde arrangiert. Sie ist politisch und darf nicht zerbrechen. Sagt, was ihr wollt, klar und deutlich, und ich tue es. Dieses Gerede ist ja nicht auszuhalten. Wir hatten einen einfachen Plan. Eine Frau geht verloren, die andere wird gefunden. Vor einiger Zeit bezahlten wir einen Dänen, damit er mich entführt und ins Frankenland bringt. Wie du siehst, hat er sein Versprechen nicht gehalten. In anderer Hinsicht war er sehr viel gründlicher. Manch Nordmann nimmt Geld schnell an und verdient es sich nur langsam. Wenn ich mein Wort gebe, halte ich es auch. Könnten wir die Entführung erneut versuchen?
Der Plan ist fertig. Wir brauchen nur eine zuverlässigere Person, die ihn durchführt. Es muss ein großes Spektakel werden. Laut und ungestüm, mit vielen Zeugen. Während des Luchnassan? Mit ausgelassenen Bauern und abgelenkten Wachen? Für deine Überfahrt brauchst du ein schnelles Schiff und einen Schiffsführer, der Englerland den Rücken kehren will. Wir könnten ihn fragen. Ich dachte, er reitet lieber andere Dinge als Wellen. Wir treffen uns auf dem Markt, Eivor. Wir brauchen Speisen und Ale, um die Gemüter unserer Gäste zu beruhigen. Meine Gattin ist eine gütige und aufmerksame Gastgeberin. Das Einzige, was meine keifenden Tane im Zaum hält. Und die gefundene Frau? Eine schöne Maiknospe. Alfida, meine Jugendliebe. Ich verließ sie vor 20 Jahren in Meldun, um diese stachelige Rose zu heiraten. 20 Jahre? Kann ein so alter Funke neu entflammt werden? Wir können nur hoffen. Du musst die Glut anfachen. Finde sie, bringe sie zu meinem Anwesen am See und entzünde ein Feuer. Dann werde ich kommen. Ich glaube, sie lebte im letzten Haus in Meldun. Ein kleines Heim, in dem zärtliche Erinnerungen entstanden. Ich werde tun, was ihr verlangt, und Freya um Erfolg für dieses Liebesspiel bitten. Viel Glück bei diesem Unterfangen, Eivor. Ich bete, dass du meine Alfida so hübsch und sehnsüchtig vorfindest, wie sie einst war. Also sollte ich zuerst nach Alfida suchen oder mich mit Estrid auf dem Marktplatz treffen? Alter Schwede. Jetzt bin ich auch noch hier einer, der sich um so einen Kram kümmert, oder was? So, wir machen das mal. Wir suchen erst die hier. Ich habe heute den, um meine Drohnenverdacht zu holen. Gehst du mit der Leiter drauf oder fragst du deine Eltern, ob sie dir die... Okay. So, Leute. Mystic Knights, I wanna save her. Mystic Knight. My mother told me I went by gully with a wolf. So, Della, jetzt müssen wir da rüber. Ich denke, wir nehmen mal kurz den Wolf. Come on here. Hallo, was war das jetzt? Das kann ich nicht sagen. Also. Oder du musst Vermieter fragen. Keine Ahnung, ich weiß ja nicht, wie du deine Drohne da runter bekommst. Wie du überhaupt auf die Idee kommst. Das ist die andere Frage. Wenn man weiß, der Akku ist leer vor der Drohne, warum ballert man die bis da hoch? Jetzt mal die ehrlich gemeinte Frage, warum macht man das? Ja, da muss er ja bezahlen für die Feuerwehr dann. Sich Alfida an eine so alte Liebe erinnern? Würde ich es? Ach so, zum Fragen, ja. Das passt. Hoppala. Hoppa. Ja, aber jede Drohne hat seinen Empfang. Wenn der Akku voll ist. Jede Drohne hat trotzdem seinen Empfang. Zeig es mir. Ist die Omi hier, die Alfida, hä? Ich muss mich in Acht
Das letzte Haus in Meldon. Hier sollte Alfida leben. Wütendes Fehlen, es reicht, Meldona. Niemand liebt Streichen mehr als ich, aber aufgrund der hohen Zahlen durch Öle verursacht Feuer kann ich nicht weiter. Guter Gewissens, unanschritten Zugriff, der hat unzügliche Material gewährt. Daher wurden sämtliche Ölkrüge des Dorfes einsam weggesperrt. Wenn ihr euch wie Kinder verhaltet, mit Abandon, Bruder Thomas. Okay. Lu, schönen guten Abend. Das gleiche hier. Bewohner melden uns bitte heute auf die Schafe des Herrn. Also die armen Geschöpfe haben genug gelitten, Bruder Thomas. Was, Alter, warum zünden die Schafe an? Was ist denn das da los? Was ist denn mit diesem Dorf hier los? Warum zünden die Schafe an? Hä? Ist die noch ganz bei Trost oder was? Wie läuft denn Assassin? Ganz gut. Ich hab mich jetzt mal. Frustrierte Nachricht. Meldung, es ist viel zu viel von alles. Wir aufhören, die Gebäude anzusiedeln, die noch stehen. Ich stehe eure Wut angesichts des Zustands unserer schönen Stadt, aber mit diesem versehentlichen Vers. Ich habe mir jetzt überlegt, ich bin jetzt auf zwei Speere gegangen. Und habe mal meine zwei Einhandwaffen abgelegt, weil die Speere, die gefallen mir schon ein bisschen mehr, muss ich sagen. Ohne Meldung, es wird ja die Schafe des Herrn anzuzünden. Wo ist die jetzt? Nur ein bisschen Kraftopia, baue gerade mein Haus. Ja, weiß ich. Nicht aus. Wasser wurde verschüttet. Jemand hatte es eilig. Ein zweites Bett. Alfida lebt nicht allein. Hat sich ordentlich verändert. Ja, wir gehen nachher wieder heute auf Thomas sein Server, falls er noch wach ist. Gefangen oder geflohen? Mal schauen. Der ist am Pieseln. Gleich nicht mehr. Immer noch irgendwas zum Anlunzen da drüben. Lasst mich, ihr Kriegstreiber! Ihr habt meine Schwester! Reicht das nicht? Ganz ruhig, Junge. Ich gehöre nicht zu denen. Ich möchte mit deiner Schwester sprechen, mehr nicht. Ein Däne in Eszexe. Das ist mal ein Tag voll seltsamer Zeichen und Geschehnisse. Wie ist dein Name? Ich bin Elorik, der Herr des Hauses. Wer bist du? Und was führt dich her? Ich habe den Auftrag erhalten, deine Schwester zu finden. Auftrag? Wir haben kein Geld, das der Rede wert wäre. Und meine Schwester ist zu alt für eine Ehe. Weißt du, wo Alfida festgehalten wird? Mal wieder dort, wo es dem König beliebt. Im Gefangenenlager bei Brandwode. Weit im Westen. Ich bringe sie zum Seehaus nördlich davon. Triff uns dort, wenn du willst. Wenn du versprichst, sie zu finden, komme ich. Wie komme ich da rein? Leuchtet nicht mehr, sie ist leer. Ja, da ist sie leer. Wie komme ich hier rein? Ey, Lutsch, wie komme ich hier rein? Weißt du das? Shit. Hier ist halt Stuff drinne.
Aber irgendwie durchs Fenster gucken und nach unten schießen wieder? Seil? Was für ein Seil? Hast du ein Seil gesehen? Ziel? Ich will hier rein. Das ist mein Ziel gerade. Ich will die Kiste haben. Du machst die Drohne eher. Ah, ich hab's. I see it. Guten Abend, Alex. Ganz gut, und dir? Meine Freunde, ich weiß, wie viel Not es gibt, seit die Soldaten Salzwerk genommen haben. Es gab immer unseren nationalen Abenteuer, du altes Zuckerschnute. So. Das andere Ding ist hier unten drin, ne? Ja. Da muss ich ganz aufpassen hier. Ich da und dürften eigentlich reinkommen. Warte mal, wir könnten... Ich weiß, ich weiß. Dahinter. Ich glaube, ihr spinnt. Ich glaube, ihr spinnt. Dachschild aus Eiche. Gab's denn East Sexe? Hallo? Ach, Hall. Wie heißt auf TikTok die Hamster kommt? Cicero Shows heiße ich auf TikTok, genauso. Überall eigentlich gleich. Ist erkennungswert. Genau. Ich kenne einen, der spielt RimWorld. I don't know. Mir folgen die ganze Zeit irgendwelche Menschen auf TikTok, die ich nicht kenne. Mit ganz komisch kuriosen Namen. Ich hab das so, ich hab jetzt erst wieder einen Clip der Let's hochgeladen. Ganz kurioser Kram, ganz kurios, ja. Oh, oh, scheiße, stimmt. Oh, scheiße, stimmt, stimmt, stimmt. Gott, Holly Bescheid gesagt. Lass doch den armen Holly in Ruhe. Der soll nicht... Und aber seine Ruhe. Also bei 8-0 sind wir schon. Mhm. Schön für euch. Wie gesagt, aber ich mache das nicht jetzt bei jedem, da, bei jedem neuen Game, was rauskommt, dass ich irgendein Custom anziehe, ne? Oh, scheiße. Als ob... Ach, als ob! Kommt von der Seite! Ich spiel's auf der Xbox. Warum soll ich dich bannen wegen sowas? Hä? Warum denn das? Oh, Junge. Oh, Alter!
Die Speere sind ja so zick. Scheiße, Junge. Das macht Gauz. Blödsinn, wegen sowas banne ich niemanden. Bullshit. Leute kriegen von mir ein Timeout. Also, meine Mods geben den Leuten ein Timeout, wenn sie jetzt mir Spoiler geben in Games, wo ich das nicht möchte. Also, es steht ja auch in den Regeln. Man muss ja nur die Regeln lesen, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Das ist ja Blödsinn. Ach, jemanden für sowas bannen. Wegen einer Frage. Dafür sind Streams da, dass man Fragen beantworten. Also, der Streamer ist jetzt nicht verpflichtet, dir eine Frage zu beantworten, aber wenn es eine simple Frage ist, dann kann man sie beantworten. Bei jedem Spiel ein Kostüm. Ich glaube, ich spinne. Nee, sicherlich nicht. Ich. Ist die Maske? Da. Monopal. Lutsch, ist das dein Ernst?